Auch daheim können wir Yoga praktizieren, ohne unsere Yogamatte vorzunehmen. Und zwar indem, dass wir uns auf unsere Atmung konzentrieren und unseren Körper kennenlernen durch unsere Atmung. Für das lade ich dich ein, jetzt am besten noch einmal anzusitzen und meinen Instruktionen zu folgen. Du kannst dafür deine Augen schliessen, du kannst sie aber auch offen haben. Es soll dir bequem sein, wo du bist. Wenn möglich aber, schau, dass deine Wirbelsäule aufrecht ist, dass du Platz hast zum Atmen. Bring jetzt deine Aufmerksamkeit zu deiner Nase und spür, wenn du ein- und ausatmest, wie frische Luft durch die Nase reinfließt und bei der Ausatmung wieder aus der Nase rausfließt. Versuch dabei wahrzunehmen, den ersten Moment, ab dann, wenn du die Luft bei der Nase spürst und einatmest, und dann den letzten Moment, wo du ausatmest und noch die Luft Nasenspitze nochmal spürst. Dich so ganz fest dich darauf zu konzentrieren, die Luft, die du einatmest, die bei der Nasenspitze und in den Nasenflügeln wahrnehmen und dann wieder die Luft, die du ausatmest, am gleichen Ort wieder spüren, wie du ausatmest und die Luft in der Nasenspitze spürst. Versuch dich jetzt darauf zu achten, ob du etwas mehr durch links oder etwas mehr durch rechts atmest. Das heisst, etwas mehr durchs linke Nasenloch oder etwas mehr durchs rechte Nasenloch. Das ist ganz etwas Natürliches, weil wir haben zu jeder Zeit ein dominierendes Nasenloch und das wechselt aber alle 45 bis 90 Minuten. Darum nimm einfach einmal wahr, ob eine Seite ein bisschen mehr geschlossen ist, die andere ein bisschen mehr offen. Und du weiterhin tief durch die Nase einatmen und wieder tief ausatmen. Spüre jetzt aber auch die Qualität der Luft. Also was sind die Eigenschaften der Luft, wenn du sie einatmest? Und was sind die Eigenschaften der Luft, wo du ausatmest? Gibt es einen Unterschied vom Gefühl her in deiner Nase? Fühlt sich die Einatmung anders an wie die Ausatmung? Versuch das mal für dich herauszufinden. Vielleicht fällt dir auf, dass die Einatmung eher trockenere Luft ist, kühlere Luft ist. Und bei der Ausatmung ist die Luft wärmer, aber auch etwas feuchter in der Nase. Mit dem Bewusstsein du noch mal tief ein- und noch mal tief ausatmen. Und mit dem nächsten Atemzug versuch, der Atmung ein bisschen weiter zu folgen. Das heisst, wie du einatmest durch die Nase und wie die Atmung anfängt, langsam durch den Rachen, durch den Hals Richtung Lunge fliessen. Und schau einfach einmal bei der Ein- und bei der Ausatmung, wo spürst du die Luft überall? Und wo fängst du an, das Gefühl zu verlieren und den Bezug zu der Luft verlieren? Und wo findest du die Luft wieder, wenn du atmest und kannst sie wieder gegen außen begleiten? Versuch sie darum mal, vielleicht schaffst du es bis im Hals die Luft zu spüren. Vielleicht sogar aber ein bisschen weiter. Nimm so nochmal einen tiefen Atemzug, nochmal tief durch die Nase ein. Folg der Luft, wie sie aber Richtung Lunge fließt. Und dann spür die feuchte, wärmere Luft, wie sie langsam über deinen Hals wieder gegen außen fließt. Mit dem nächsten Mal einatmen, nimm deine Hände zu deinem Bauch hin und spür mal, wie du kannst bis im Bauch atmen kannst. Wie mit der Einatmung die Bauchdecke gegen außen geht und mit der Ausatmung die Bauchdecke wieder zurücksinkt. Und spür, wie du durch das kannst die Atmung vergrössern und noch vertiefen. Du spürst die Atmung in deinem Bauch, wenn du einatmest
und aus dem Bauch tust du wieder ausatmen. Wir nehmen hier jetzt noch 3 abschliessende Atemzüge miteinander mit dieser tiefen Bauchatmung. Tief durch die Nase ein und aus. Noch eine tief ein und aus. Und ein drittes Mal noch mal tief in den Bauch hineinatmen. Und aus. Wenn du deine Augen geschlossen hast, du sie langsam wieder öffnen und gönn dir nur einen kurzen Moment zum Nachspüren, wie sich dein Körper anfühlt, wie sich dein Geist beruhigt hat, wie alles ein bisschen gelassener, ein bisschen ruhiger geworden ist. Und halt das Gefühl, den Zustand und bring den raus in den Rest deines Tages. Und ich freue mich, das nächste Mal mit dir Yoga praktizieren. Bis bald.